Wie bereits angekündigt, Sabine Zimmermann bei uns im Studio heute bei Television Zwickau. Herzlich willkommen, schönen guten Abend. Guten Abend. Es gibt ja einen Grund, warum wir uns eine Politikerin und gleichzeitig natürlich auch die Kreisvorsitzende des DGB einladen. Denn am 1. Mai, da ist Tag der Arbeit und viele freuen sich. Mensch, da haben wir einen schönen Feiertag, da können wir einen Brückentag begehen. Aber das ist ja eigentlich nicht Sinn und Zweck und auch nicht Anliegen des 1. Mai. Was bewegt denn die Gewerkschaften an diesem besonderen Tag in diesem Jahr? Ja, der Tag der Arbeit ist eben nicht der Tag der Gartenarbeit, sondern es ist der Tag der Arbeit, wo man darum kämpft für bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Lebensbedingungen. Und unser Motto in diesem Jahr ist gute Arbeit und soziales Europa. Damit wollen wir deutlich machen, dass wir gute Arbeitsbedingungen, gute Löhne wollen innerhalb von Deutschland, aber auch in Europa. Und wenn man sich die letzten Jahre anschaut, haben wir einen enormen Wandel am Arbeitsmarkt erlebt. Weg vom gut bezahlten Vollzeitarbeitsverhältnis hin zu prekärer Beschäftigung, Leiharbeit hat zugenommen, Minijobs, wir haben Werkverträge viele und natürlich auch Teilzeit, erzwungene Teilzeit. Das sind alles Faktoren, wo wir deutlich machen wollen, dass wir solche Arbeitsverhältnisse nicht wollen. Wir wollen wieder die guten Arbeitsverhältnisse, wo eben auch ordentlich verdient wird, dass man sozusagen dann auch davon leben kann und seine Familien auch davon ernähren kann. Das ist unser Anliegen und wenn man sich die Situation innerhalb von Europa anschaut, wir haben eine Jugendarbeitslosigkeit in Spanien, Portugal von 50-60% und da heißt es natürlich, hier muss was passieren, damit nicht dort die sozialen Bedingungen so abwärts gehen, denn viele können in ihrer Situation dort gar nicht mehr leben, sie sind arm, die gesundheitliche Versorgung ist dort nicht mehr gewährleistet. Und da ist es natürlich wichtig, dass wir darauf achten, dass die sozialen Bedingungen innerhalb von Europa nicht aus dem Blick geraten. Nun könnte man ja sagen, im Brustton der Überzeugung, wir Deutschen, wir sind die Musterschüler, uns geht es gut. Jetzt machen wir noch einen ganz tollen Mindestlohn von 8,50 Euro. Da können wir feiern und vielleicht auch ein Bierchen mehr von trinken gehen. Aber das ist ja nicht eigentlich so, das, worum es in Wirklichkeit geht. Was erwarten Sie denn als Gewerkschafterin von diesem 1. Mai und vor allen Dingen, was erwartet denn der DGB von der Bundesregierung? Sind denn die großen Würfe gelungen schon der neuen Regierung mit Mindestlohn und Rente mit 63, um einfach mal ein paar Beispiele zu nennen? Ja, man kann ja schon feststellen, dass wir durch die Agenda 2010 diesen Wandel in Deutschland vollzogen haben und dass diese Spardiktate jetzt natürlich von der sogenannten Troika auch auf Europa abgelegt werden und dass dort im Zeitraffer von 3 Jahren dieses Spardiktat eben halt stattfindet. Und wir führen jetzt hier in Deutschland ab 2015 einen Mindestlohn ein von 8,50 Euro. 8,50 Euro ist natürlich nicht der Lohn, den man verdienen muss, um aus der Bedürftigkeit rauszukommen, um später nicht in Altersarmut zu fallen. Das wären 10 Euro. Die Niedriglohnschwelle liegt bei 10,36 Euro. Also sprich, jeder muss sein Leben lang 10,36 Euro in der Stunde verdienen, um später nicht in Altersarmut zu fallen. Und dann kann jeder sehen, wo er eigentlich steht. Und der Mindestlohn, so wie er jetzt angedacht ist, ist ein Einstieg mit 8,50 Euro. Aber es ist schon ein Flickenteppich, wenn man bedenkt, dass die unter 18-Jährigen rausfallen und natürlich auch die langzeitarbeitslosen Menschen. Und dort haben wir 1,1 Millionen Menschen, die langzeitarbeitslos sind. Und dort wird sich natürlich wieder ein Billiglohnsektor dann etablieren. Und das ist das, was wir eigentlich verhindern wollen. Ich denke, die Schlupflöcher wird man an vielen Stellen finden. Man darf sich teilweise draußen rum gar nicht umhören. Wenn wir jetzt mal auf die 1. Mai-Veranstaltungen in Zwickau schauen in den letzten Jahren, da hatten wir ja immer viele Gäste und namhafte Gäste. Gregor Gysi war da, Oskar Lafontaine war da und natürlich auch Sigmar Gabriel. Mir fallen jetzt gar nicht alle ein. Wir sehen natürlich auch gerade ein paar im Bild. Auf dem Hauptmarkt wird es natürlich wieder ein Programm geben. Was ist dieses Jahr konkret geplant? Ja, wir haben dies Jahr als Hauptredner den Manfred Schallmeier. Der ist ein ehemaliges Mitglied beim IG Metall-Vorstand. Er hat viel zu erzählen und wir haben natürlich auch aus der Region den Thomas Knabel, den zweiten Bevollmächtigten der IG Metall. Und als besonderen Gast sind wir froh, dass wir den Kollegen Rixinger begrüßen können, der der Parteivorsitzende der Linken ist. Und ich denke, da haben wir schon eine bunte Mischung von Rednern, aber in diesem Jahr haben wir einen besonderen 1. Mai, weil nämlich in Plauen auch die Nazis marschieren werden, sodass wir dort zu Gegendemonstrationen aufgerufen haben
und uns dort mit einem Bündnis daran beteiligen. Und natürlich von hier aus, von Zwickau aus, werden wir Unterstützung geben. Ja. Es stehen Busse zur Verfügung ab 11 Uhr, wo man dort mit nach Plauen fahren kann. Aber wer eben nicht nach Plauen möchte, der kann eben auch hier weiter seinen 1. Mai wie gewohnt feiern. Wir haben ein gutes Programm, die Promillos sind da. Wir haben auch die Peaches, und die uns auch jedes Jahr unterstützen, ja, und die auch immer wieder ganz tolle Programme dort darbieten. Und dann, denke ich, ist für jeden was dabei. Frau Zimmermann, ich wünsche Ihnen für die Veranstaltung alles Gute. Hoffe auf rege Beteiligung hier in Zwickau. Wir werden selbstverständlich vom 1. Mai in diesem Jahr auch wieder im Rahmen unserer Sendung berichten. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche Ihnen jetzt noch eine gute Fahrt. Und wir sehen uns gleich wieder nach einer kurzen Unterbrechung. Dankeschön.